später der Abend, desto schöner, schräger und umwerfender sind die Gäste. Freischnauze XXL. Jetzt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dirk Bach. Willkommen! Dankeschön! Danke, 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 danke! Willkommen bei Freischnauze XXL. Die Übergrößen sind wieder vorrätig, meine Damen und Herren. Und auch vier Wagemutige, die gleich auf ihren Zuruf in jede erdenkliche Rolle schlüpfen müssen. Man könnte fast meinen, die machen das beruflich. Hier sind Tietje Mierendorf, Mirja Rösch, Oliver Welke, entspannt euch noch ein bisschen, aber macht schnell was, freue ich mich auf die vielen neuen Spiele und Situationen, in die ihr gleich hereingeworfen werdet. Vor allem auf unsere Impro-Novela, ne? Verliebt in Geld, die erste improvisierte Telenovela im deutschen Fernsehen. Ja, ich würde sagen, ihr wisst von nichts, ich weiß so manches. Fangen wir also an. Mirja, komm zu mir. Ich würde sagen, wir spielen jetzt Lass dir überraschen. Du suchst dein Herzblatt. Ja. Also setz dir den Kopfhörer auf. Du sollst natürlich herausfinden, wer dein Herzblatt ist. Deswegen mach dich erstmal ganz schalldicht. Bis dahin habe ich es verstanden. So. Ich wende die Frau Böß nochmal ab und komme zu euch und gebe euch eure Herzblattrollen. Max, du bist Hypnotiseur. Und zwar der miserabelste, den man sich vorstellen kann. Denn statt Mirja zu hypnotisieren, hypnotisierst du immer nur dich selbst. Klar. Ja? Olli, du bist ein Fetischist, der auf geschmacklose Kleidung steht. Tietje, du bist ein Huhn mit Vogelgrippe. Huhn mit Vogelgrippe, es kommt noch was dazu. Du hast Probleme beim Eierlegen. Verdauungsstörung. Hm? Also pass auf, setzt euch jetzt bitte in der Reihenfolge, wie ich euch gerade... Ja. Tietje, Olli, Max, hierher. Und Mirja. Deine Herzblätter wären da, setz dich. Die sehen ja super deine aus. Deine drei geheimnisvollen Kandidaten. Du darfst sie jetzt getrennt voneinander befragen. Viel Glück. Und dann sage uns, wen du auswählst. Aber erst einmal, hier ist Herzblatt Nummer 1. Kandidat Nummer 1, ich stelle dich zu meinen Eltern vor. Was bringst du als Gastgeschenk mit? Ich bringe eine Kugel mit. Und ein Tuch. Und dieses Tuch lege ich über die Kugel. Und dann schaue ich deinen Eltern tief in die Augen. Ja. Das wird super, ja. Okay. Kandidat Nummer 2. Was bringst du beim ersten Date meinen Eltern als Gastgeschenk mit? Ich möchte erstmal ein Riesenkompliment machen. Ich habe schon viele Klamotten gesehen, aber was du heute, darf ich das einmal ganz kurz nur einmal anfassen? Ja. Oh. Ey, das fühlt sich so geil billig an, das ist unglaublich. Oh, super. Ja, wollt ihr das? Ich muss jetzt für einen Moment hinter Max stehen bleiben, entschuldige bitte. Das ist ja mal... keine Angst. Deinen Eltern würde ich natürlich einen, sagen wir mal, 50-Euro Einkaufsgutschein von Kick dem Markendiscounter mitbringen, ja, zum Beispiel. Ich setze mich wieder. Setz dich und entspann dich. Okay. Kandidat Nummer 3. Was bringst du meinen Eltern beim ersten Mal mit? Was? hast du es verstanden bis hierhin? Ja. Wahrscheinlich auch eine Kugel. Mal sehen, was da rauskommt. Kugel. Aha. Gut. Dann bleibe ich mal bei Kandidat Nummer 3. Kandidat Nummer 3. Ich möchte abends mit dir ausgehen, trage ein rückenfreies Kleid
und habe extreme Ekzeme auf dem Rücken. Wie versuchst du mir das möglichst schon beizubringen? Also, eigentlich stört mich das nicht so sehr. Ich meine, schließlich geht's doch letztlich immer nur um das eine. Picken, picken, picken. Kandidat Nummer zwei, wie machst du das mit meinem Ekzem? Ich kann dir hier und heute hoch und heilig versprechen, dass ich nicht eine... Entschuldigung, ich habe eine Feder im Mund. Also ich kann dir hier und heute heilig versprechen, dass ich nicht eine Sekunde auf deine nässenden Ekzeme schauen werde, weil ich werde nur Augen haben für dein rückenfreies Kleid, denn ich bin mir sicher, es sieht genauso scheiße aus wie deine Bluse. Und dann ist mein Tag absolut gerettet und ich bin ein glücklicher und sehr geiler Mann, wenn ich das sage. Ja, gut. Unser erster Urlaub steht an, Kandidat 3. Wohin fahren wir? Ach, da wüsste ich schon was. Vielleicht Ferien auf dem Bauernhof? Oh, ja, gut. Du musst dich einfach konzentrieren. Ja. Dann kommst du auf die Lösung. Ja. Kandidat Nummer 2. Wohin fahren wir denn weg? Ich habe mir überlegt, wir machen irgendwas wild romantisches. Ich finde, nur wir beide lassen uns vielleicht mal einschließen für 2 Wochen am Stück in der... Nein, nicht schon wieder einschließen. Für 2 Wochen am Stück in der Herrenoberbekleidungsabteilung von Karstadt oder C&A. Aber im Grunde ist das alles zu spät, Mirja, denn ich habe mich verliebt in den schlechtest angezogenen Mann, den ich je gesehen habe. Das ist ja... Oh Gott. Ein Traum, oder? Tut mir leid. Das kannst du nicht toppen, tut mir leid, Schätze. Verstehe. Kandidat Nummer 1, wo fahren wir denn hin? Ja, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ja. Und keine Sekunde zu spät. Ja, also Kandidat 1, du bist es leider nicht geworden. Du kleiner, narkoleptischer Schamane. Fast. Wahrsager. Sowas in der Art. Guru, irgend sowas Esoterisches. Hypnotiseur. Ja! Kandidat Nummer 3, so in der Tierwelt, weiß ich nicht, finde ich nicht mein Zuhause. Ich denke, du bist ein Huhn mit Grippe oder Brechdurchfall. Grippe, Vogelgrippe. Und du winkst? Ich nehme den leicht homosexuell. Ja! Am Ende hat es ja dennoch notgeilen, du bist ein geiler Schnäppchenjäger. Ja, komm, das lassen wir gelten. Ich stehe auf geschmacklose Klamotten. Ach so. Ja.